Hallo Freunde und willkommen zurück zu Evolent, so hieß das Spiel. Wir konnten doch die Mähnenbrücke jetzt entspannt überqueren. Kuro, schaut nur, schaut euch das an. Das sah vorher aber anders aus. Was ist hier passiert? Das ist eine gute Frage. Kataklysmus oder so. Wo ist mein Dorf? Meine Eltern. Meine Freunde. Alles weg. Du, wir sind in der Zukunft. Ich glaube, die sind hier sowieso schon. Wobei ist es 100 Jahre nach dem Dämonenkrieg? Ja, es ist also 50 Jahre in der Zukunft. Ich hatte ja einen Verdacht, aber jetzt habe ich Gewissheit. Das hier ist nicht unsere Zeit. Der Typ hat gesagt, dass dieser Fels vor 100 Jahren darauf gestürzt wurde. Vor 100 Jahren waren die Dämonenkriege. Du warst zum 50. Jubiläum da. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Versuchen wir es in Genua. Dort sollte es uns jemand sagen können. Nein, erstmal will ich hier hin. Auch wenn das hier, glaube ich, was ist, wo wir später eigentlich hin müssen. Pyramide des Propheten. Okay. Der große Zerstörer wird euch alle strafen. Nicht. Womit habe ich solche Nichtsnutze nur verdient? Nie. Nun, will denn niemand das hier für mich öffnen? Wir haben jemanden rufen lassen, ehrenwerter Prophet. Nie. Ihr wagt es, mich hier schmachten zu lassen? Ah, endlich. Ich sollte diesen Mechanismus schleunigst überarbeiten. Aber es ist die sicherste Methode, meinen kostbaren, ach so kostbaren Zeitstein zu schützen. Okay. Beherrscht der Typ irgendwie die Zukunft? So, kann der Typ in die Zukunft gucken? Guck mal sowas. Ich hier hole Kalkonerz raus. Versucht bloß nicht die Pyramide hochzuklettern. Sie ist so schlüpfrig, dass noch nicht mal die berüchtigsten Ninja-Hörnchen es bis nach oben geschafft haben. Ins Innere müsste man sich aus der Luftzutritt verschaffen, doch ohne Flügel lässt sich das nicht einrichten. Wie man schon so schön sagt, wenn Menschen fliegen, dann fliegen Menschen? Keine Ahnung, ich kenne dieses Sprichwort nicht. Ich hatte gehofft, dass ich da auch Kalkon rauskriege. Hi. Ich bin hier, um den Anhängern beizutreten. Die Novizenausbildung ist echt schwer. Man muss ziemlich viele Fertigkeiten lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Hey, ich will in die Mine zu dem Typen mein Orikalkonerz abgeben. Den Zeitstein zu berühren war schon immer mein Traum. Diese Ehre gebührt aber nur dem Propheten. Unser größter Schatz wird an der Spitze der Pyramide sicher verwahrt. Glaubt ihr, wenn man ihn berührt, kann man mit dem großen Zerstörer kommunizieren? Keine Ahnung, wer der große Zerstörer ist. Notfalls bin ich das. Wollt ihr die Prüfung für den Novizen ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Der große Zerstörer war das erste Omen für die Vernichtung der Welt. Was wird wohl das zweite sein? Ich sag die globale Erwerbung. Falsch. Eure Ausbildung ist, wie es scheint, noch nicht abgeschlossen. Geht zurück und lernt das heilige Wort des Propheten. Ihr könnt auch die anderen Anhänger um Rat bitten. Kommt wieder, wenn ihr die Antworten habt. Nee, ich wollte nicht mit dir sprechen. Nein. So. Achso, du hast auch... Ja, wahrscheinlich stellen die alle drei diese Frage. Ist ja auch Panne. Na gut. So, was hast du denn? Die Zahl 5 hat mich schon immer fasziniert. So richtig fasziniert. Das ist eine ganz besondere Zahl, findet ihr nicht auch? Sie taucht überall auf. Das ist zum einen die Geschichte von den 5 kleinen Schweinchen. Die Geschichte von den 5 Musketieren.
Und natürlich die 5 Schlüssel, die der große Zerstörer sammeln muss, bevor er die Welt in Schutt und Asche legt. Ausgesprochen merkwürdig. Warum 5? Keine Ahnung, weil es in Videospielen normalerweise immer 3 sind? Wahrscheinlich. Schade, ich kann das Ding nicht in die Luft jagen. Seht ihr diese wunderschöne Pyramide? Ja, wunderschön. Nee. Wir waren diejenigen, die sie gebaut haben. Das war vielleicht Schwerstarbeit, aber wenn alles unter Wasser steht, werden wir im Inneren Schutz finden. Allerdings gibt es da ein klitzekleines Detail, das mir Sorgen bereitet. Glaubt ihr, sie wird schwimmen? Ich will ja nichts sagen, aber hast du schon mal... Ja gut, Schiffe sind auch aus Metall und schwimmen, aber... Der Zutritt zur großen Pyramide ist beschränkt. Sie darf nur vom Propheten und den ältesten Anhängern betreten werden. Nach dem Schlüssel zu suchen ist sinnlos, die Tür kann nämlich nur von innen geöffnet werden. Das kann gelegentlich zu echten Problemen führen. Vor einigen Tagen zum Beispiel stand der Prophet plötzlich vor der Tür, weil es zog. Die Tür aufzubrechen dauerte eine ganze Woche und danach musste sie ausgetauscht werden. Daraufhin erklärte der Prophet Zugluft zu einem Omen für die Vernichtung der Welt. Puh, ja, why not? Damit haben wir auch schon gesprochen. Okay. Gut, wir könnten jetzt theoretisch die Prüfung ablegen, aber vielleicht gehen wir doch erstmal nach Genua. So, wir gucken erstmal überall anders. Oh, so ein kleines Fischerdorf. Und... Ah, das Sturmtal. Interessant, dass wir hierhin zurück können. Hi. Ich kenne euch. Lange nicht gesehen. Was macht ihr hier? Wir nennen diesen Ort Sturmtal, aber der Sturmwächter war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hier. Es gab jemanden, der versucht hat, den Sturm wieder zu entfachen, aber er ist dabei gestorben. Egal. Wie ihr wisst, tut das nichts zur Sache. Okay. Hey. Auf dem Gipfel des Alpha findet ihr einen Tempel, der dem großen Zerstörer gewidmet ist. Außerdem gibt es in der Ecke so ein altes, verrostetes Dings da. Sieht aus wie eine Art Maschine mit Flügeln. Komisch, oder? Ich frage mich, wofür es gut war. Lass mich rein. Ach, Mensch. Okay, müssen also die Prüfung ablegen. Na gut. Dann gehen wir halt doch zu der Prüfung. Gucken wir erstmal hier rein. Hallo? Okay, nee, das ist... Doch, Seraphhafen. Was geht ab? Als Frau eines Seemanns braucht man Geduld und darf sich nicht zu viele Sorgen machen. Vor allem bei den vielen Geschichten, die die Leute über diese verfluchten Insel erzählen. Ist hier irgendwo ein Händler? Immer nicht. Puh, dafür sahen die NPCs alle so nichtssagend aus. Und gut, dann werden wir mal zum Novizen. Also Zugluft ist eines der oben. Ja, irgendwann gibt es eine Sinnflut. Die Pyramide muss ja schwimmen. Und die Zahl 5 ist wichtig. Ich glaube, mehr müssen wir nicht wissen. Ja, wollten wir. Was wird wohl das zweite sein? Okay, dann ist die Sintflut. Ganz genau. Deshalb haben wir die Pyramide errichtet, damit wir alle überleben, wenn die Welt überflutet wird. Eure Novizenausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprecht mit den anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Was geht ab? Muss etwas tun und das wäre die 5 Schlüssel sammeln. Ja, ganz genau. Unter dem Begriff Schlüssel verbirgt sich bestimmt noch etwas anderes, doch was die Zahl 5 betrifft, ist der Prophet ganz unmissverständlich. Wir haben noch die Prüfung hier. Was sind die Frage? Ja.
Das große Auge ist das Symbol des großen Zerstörers. Es ist in unseren wertvollsten Schatz graviert. Was ist das für ein Schatz? Definitiv ein One-Up-Pilz. Der Zeitstein wird tatsächlich an der Spitze der Pyramide aufbewahrt. Ja, das wissen wir. Der Prophet hat ihn kurz nach der großen Katastrophe nicht weit vom Smack entdeckt. Gratuliere, ihr habt die Prüfung für 0W bestanden. Doch das ist erst der erste Schritt. Um ein Anhänger zu werden, müsst ihr ins Sturmtal gehen und den Alpha besteigen. Auf dem Gipfel des Alpha müsst ihr einen ganzen Tag lang vor unserem Symbol, dem großen Auge, meditieren. Erst dann seid ihr bereit, den Anhängern beizutreten. Okay, aber jetzt dürfen wir da hinten beim Sturmtal in die Höhle. Ich meine, das war die Höhle, wo auch der Schmied halt ist. Deshalb können wir dann da hoffentlich unser Schwert schmieden. Was für ein Schwert haben wir eigentlich? Wir haben das Bronzeschwert nur, ne? Ja. Dann können wir uns das Orichalkon-Schwert schmieden lassen. Aber erstmal gehen wir nach Genua und Sachen, kaufen Sachen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Genua scheint hier zu einer Bergbaustadt geworden zu sein, beziehungsweise zu einer ja, doch, Bergbaustadt trifft es wahrscheinlich mit am besten. Was können wir uns hier kaufen? Können wir hier was kaufen? Piranha-Pflanze. Das ist ein großer Hut. Herr Schlamassel! Ach! Was kann ich für euch tun? Ach, ich bin nichts weiter als ein bescheidener Händler aus einer langen Reihe von Händlern. Mein Großvater übte bereits zur Zeit des Kaiserreichs den Beruf des Kaufmanns aus. War ein echter Held, der jeden half, die im Krieg nach Genua hinein oder von dort weg wollten. Ja. Echt schöne Geschichte, ne? Vor 60 Jahren, am 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs über die Dämonen. Niemand weiß genau, was passierte, außer dass eine gewaltige Explosion den südlichen Teil des Kontinents ausradierte. Auch Genua kam nicht ganz ungeschoren davon. Das Chaos, das folgte, führte schlussendlich zum Untergang des Reiches. Zum Glück waren die Händler da, um die Ordnung wiederherzustellen. Wenn ihr jetzt einen Gefallen braucht, kommt ruhig zu mir. Es wäre mir ein Vergnügen, alles in meiner Macht Stehende zu tun und euch auf jede erdenkliche Weise zur Verfügung zu stehen. Gegen einen gleichwertigen Gefallen, versteht sich. Ich arbeite ja nicht kostenlos. Ja. Okay, du bist also nur für Informationen da. Waren mein Vater und seine Händlerfreunde für das Kaiserreich die Rettung? Sie gründeten den Rat, der die für Genuas Überleben nötigen Maßnahmen einleitet. Bei all dem Chaos musste jemand schnell handeln. Die Miliz wurde gegründet, um die Armee zu ersetzen. Das alte kaiserliche Steuersystem wich einem faireren System. Sie gaben den Leuten ihre Freiheit wieder. Seither steht es allen Bürgern frei, Handel zu betreiben und reicher zu werden. Selbstverständlich werden alle Händler Söhne selbst Händler, aber immerhin steht die Chance allen offen. Ja. Die Explosion der großen Katastrophe hinterließ ein klaffendes Loch, das mit einer merkwürdigen Substanz gefüllt war. Da niemand genau wusste, worum es sich dabei handelte, nannten die Leute es Smack. Unsere Wissenschaftler fanden bald heraus, dass sich der Smack als Energiequelle verwenden ließ. Händler erhoben Anspruch auf das Monopol, Smack zu kaufen und zu verkaufen, und errichteten die Smackline, um ihn nach Genua zu transportieren. Seitdem wird alles hier mit Smack betrieben und jedes Mal, wenn jemand welchen verbraucht, fließt noch mehr Geld in die Taschen des Rates. Ist Technologie nicht wunderbar? Ja. Okay. Große Katastrophe. Mein Dorf vom Smack verschluckt. Und seht euch an, was aus Genua geworden ist, Kuro. Ist das wirklich unsere Zukunft? Er hat keine Dämonen erwähnt. Sie müssen sich irgendwo verstecken. Ich kann nicht glauben, dass sie sich alle in Luft aufgelöst haben. Das ist nicht das größte Problem hier. Mein Dorf, meine Eltern, alle verschwunden. Kuro, wir müssen diese große Katastrophe verhindern. Ich verstehe eure Angst, Fräulein Fina. Wenn es jedoch tatsächlich möglich ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, dann sollten wir mit der Rettung meines Volkes anfangen. Das lässt sich nicht ändern, Menos. Die Niederlage der Dämonen ist Geschichte. Ich habe über sie in der Schule gelernt. Sie ist Teil der Vergangenheit. Doch was hier geschehen ist, das ist noch nicht passiert.
In eurer Vergangenheit vielleicht, Fräulein Fina. Für mich ist eure Gegenwart aber meine Zukunft. Was aus dem Kaiserreich wird, das geht mich nichts an. Ich will, dass mein Volk am Leben bleibt und nicht von unserem Feind ausgelöscht wird. Wenn das Kaiserreich die Dämonen nicht bezwingt, dann könnte sich alles ändern. Was ich damit sagen will, vielleicht würde es mich gar nicht geben. Es ist einfach zu riskant. Und was ist mit den Leuten, die hier und jetzt leben? Vielleicht verschwinden sie auch, wenn ihre Vergangenheit verändert wird. Macht euch das gar nichts aus. Aber wer weiß denn schon genau, was geändert werden kann und was nicht. Vielleicht existiert das ja alles ja schon. Vielleicht sind wir ja schon hergekommen, haben das alles getan und egal, was wir machen, nichts ist sich ändern. Ja, Zeitparadoxon. Wisst ihr was, Menos? Ich weiß es einfach nicht. Aber zumindest werde ich es probieren. Mehr können wir nicht tun. Glaubt ihr, wir können die Zeit beeinflussen? Bestimmt nicht. Ja, wir sind optimistisch. Und wenn wir könnten, was glaubt ihr, sollten wir ändern? Beides? Danke, Exterminator. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Seid ihr sicher, Kuro? Ziemlich riskant. Könnte das Gleichgewicht der Welt aus den Angeln heben. Und? Müssten aber trotzdem das Rad der Geschichte zurückdrehen können. Ich weiß nicht, worauf ich hoffen kann oder darf. Als allererstes müssen wir uns einen Magiliten finden. Ja. Lass uns zur Bibliothek gehen und Informationen ausgraben. Ich will nicht zur Bibliothek, ich will einen verdammten Händler finden. Ich habe Gold, ich will Gold ausgeben. Okay, jetzt dürfen wir aber hier wieder in jedes Haus rein. Das geht. Seit Generationen arm, aber früher konnten wir zumindest die Sonne sehen. Jetzt wird alles mit Smack betrieben, der Rauch verdeckt die Sonne und alle werden krank. Die einzigen, die immer reicher werden, sind die Händler. Und was haben wir davon? Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Tochter. Verkauf sie als Sklavin. Dann hat sie vielleicht ein gutes Leben. Warum gibt's euch eigentlich hier? Als ich klein war, habe ich mich immer mit meinen Freunden in der Kanalisation versteckt. Dort wimmelt das vor Ratten und anderen ekligen Dingen, aber was hatten wir Spaß? Seit der großen Katastrophe habe ich einfach die Lust am Leben verloren. Du könntest ein Waffenhändler sein. Das geht. Oh, du hast eine Truhe. Jede Menge hochwertiger Produkte, alle mit der Kraft von Smack hergestellt. Okay. Beides jeweils plus 2 Verteidigung. Ihr wollt ihn nicht zu fest anziehen. Okay. Stinkgewöse waren einmal. Jetzt riechen sie nur noch nach Smack. Dankeschön. Bitteschön. So, und jetzt rauben wir dich noch aus. Jetzt mach die Truhe auf. Meine Güte. Hey, rote Pampe. Weiß nicht, irgendwie habe ich noch nicht so das Bedürfnis gehabt, einen Heiltrank zu trinken. So. Was bist du für ein Haus? Wirtshaus, würde ich sagen. Zur Zeit des Kaiserreichs war das hier ein Waisenhaus für Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren hatten. Heutzutage ist es ein Heim für Leute, die von den Händlern in den Bankrott getrieben werden und jetzt mittellos sind. Ich hätte mich lieber um die Kinder gekümmert. Den Erwachsenen geschieht es recht. Es ist ihre eigene Schuld, dass sie bankrott gegangen sind, stimmt's? Und sie es wohl getan haben. Hat sie denn niemand gewarnt? Lasst mich in Ruhe, ich will einfach nur in Frieden sterben. Ich habe echt alles versucht, ich habe hart gearbeitet und wäre um ein Haar Händler geworden. Jetzt habe ich alles verloren. Das ist meine Schuld. Ganz alleine meine Schuld. Ja, so ein Monopol ist nicht so cool. Ist denn hier noch ein anderer Händler? Das hier ist das Wirtshaus. Richtig schick geworden. Meine Tochter spielt gern mit ihren Freunden im Hof des Gasthauses. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie dort draußen den ganzen Tag lang machen. Ach, aber vielleicht würdet ihr euch gern kurz ausruhen? Nö. Können scheinbar nicht mehr in den Hinterhof.
McDonald's. Du hast noch Fenster, so. Okay, nee, das ist auch nur ein Privathaus, würde ich sagen. Okay, ne. Recherchen über die wissenschaftliche Erklärung für die Machtstellung von Händlern im ökonoreligiösen System in der postkatastrophalen Gesellschaft fortsetzt. Und wo ist Mimi? Sie ist wohl noch bei ihren Freunden. Also solange sie keinen Unfug macht und mich arbeiten lässt, ist dieser verdammte Schlüssel. Okay, also wir wären sowieso nicht in die Bibliothek gekommen, hätten uns hier den Schlüssel holen müssen. Der ist aber weg und wir müssen in den Hinterhof, weil da Mimi mit ihren Freunden spielt. Ja, vielleicht so in den Hinterhof. Nein, okay. Wachen. Das ist eine von euch, Mimi. Okay, Sako, überprüfen wir zuerst alles noch einmal. Mimi, hast du den Schlüssel? Ja, Sako, ich hab ihn. Toll. Wie sieht's mit dir aus, Ribbon? Hast du die Karte? Ja, Boss. Ich hab die Karte. Hammermäßig. Hiermit erkläre ich Operation kein Spielzeug, aber viele Bücher für eröffnet. Sako, ich glaube, wir sollten uns einen besseren Namen für unsere Operation ausdenken. Ich auch. Wie wär's mit Operation Super Mimi? Nein, Mimi, es ist nicht nur deine Operation, sondern die von uns allen. Deshalb schlage ich vor, Operation Sako und ihre Freunde. Auf gar keinen Fall. Und sollte unsere Operation nur deinen Namen tragen? Wie wär's mit, weil es meine Idee war? Und ich habe den Schlüssel von meinem Vater gestohlen. Wenn er das herausfindet, kriege ich mindestens 3 Tage lang keinen Nachtisch. Das heißt, irgendwas, keine Ahnung. Hört auf mit dem Streiten, ihr zwei. Ich will einfach nur die Bücher lesen, die in der Bibliothek versteckt sind. Ohne Spielsachen ist es auch so, ist es so langweilig. Also, warum nennen wir unsere Operation nicht Operation Bücher für Ribbon? Nein? Ihr seid so gemein zu mir. Kleine Kinder. Das ist jetzt echt, mach bloß kein Theater. Geh nicht zurück ins Hauptquartier, um den Namen zu wählen. Gute Idee. Los, alle zusammen zurück ins Hauptquartier. Hey! Wartet auf mich. Was ist das hier? Kaiserliches Gefängnis wurde aufgegeben, weil es nicht mehr gebraucht wurde. Ach, Kriminelle gibt es nach wie vor jede Menge, vor allem Frevler, weil sie unterzubringen und zu versorgen war zu teuer. Versteht mich nicht falsch, wir sind keine Barbaren. Wir richten sie nicht hin oder so etwas. Das wäre sowieso viel zu teuer. Nein, stattdessen schicken wir sie in den Smack. Bisher ist noch keiner jemals zurückgekommen, aber immerhin geben wir ihnen eine Chance. Ja, speaking of barbarism. Wie kommen wir denn? Wahrscheinlich ist das die Bibliothek. Nein, auch nicht. Dann ist das hier wahrscheinlich die Kaserne. Aber wie kommen wir denn dann in den Hinterhof, wo ja offensichtlich das Geheimversteck ist? Nehmen wir diese Tür. Das ist zu einfach, ich weiß, aber was geht? Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns etwas Besseres einfällt. Hätte klappen können. Das? Nein, das ist nichts. Ist leer. Achtung, Mädels, wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Hey, ich hab ein Schwert auf dem Rücken. Sei lieber nett. Echt? Das gehört Mimi? Er will uns helfen. Aber wobei genau helfen? Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Spielzeug. Wofür? Wir brauchen kein stinkendes Spielzeug.
sind doch keine kleinen Mädchen, die mit Puppen spielen. Wir machen viel spannendere Dinge als das. Stimmt's, Mädels? Bla bla bla. Okay, Spielzeug ist illegal. Bücher stehlen, echt? Wollt ihr für den Geheimdienst des Propheten oder sowas? Glaubt ihr wirklich, wir würden so etwas zugeben? Vergesst es, ihr seid zu grün hinter den Ohren, um uns zu schnappen. Gehen wir nicht auf den Sack. Sag mal, wisst ihr was? Ich mag Leute, die direkt sind und wissen, was sie wollen. Also, mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach was weiß ich, sagen wir mal, ein Buch. No shit, Sherlock. Würdet ihr es in diesem rein hypothetischen Fall zu uns bringen? Ja. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also, würdet ihr bei eurem Leben schwören? Geh mir nicht am Keks. Also, ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Haltet euer Versprechen und ihr müsst euch um nichts sorgen. Der Schlüssel zur Bibliothek. Womöglich zu so manchen neuen Problemen. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen nämlich jetzt erstmal die Bibliothek finden. Was ist denn hier die Bibliothek, bitte? Wahrscheinlich nicht das hier, oder? Lange Zeit war das der Kaiserpalast. Jetzt arbeitet hier der Händlerrat. Achso, ja. Wo ist denn die Bibliothek? Und das war die Kaserne. Das hier war irgendwas anderes. Ach genau, das war das Gefängnis. Armenhaus. Waffenhändler. Nein, das war's nicht. Da wohnte der Schlamassel. Was ist denn hier drin? Nichts. Sehr gut. Muss doch irgendwo die Bibliothek zu finden sein. Hier war der Typ, der den Schlüssel braucht. Bist du die Bibliothek? Ja. Okay, das ist zu einfach. Oder auch nicht. Hey, ich habe deinen Schlüssel. Ja, bla bla bla. Okay, nein. Ich habe halt gedacht, dass wir jetzt ihm den Schlüssel geben, dann läuft er in die Bibliothek und lässt die Tür unverschlossen oder so. Oder haben sie das McDonald's umgearbeitet? Nicht, dass ich das glauben würde, aber ich meine, Kapitalismus setzt sich immer durch. Ja, fast schon fancy aus hier. Kommen bei Wok-Tunnels. Bieten seit mehr als 100 Jahren gesundes Essen für Feinschmecker. Ja. Genau. Schön, dass du mir deine Geschäftsgeschichte erzählst, aber was, wenn ich jetzt was von dir bei dir essen wollte? Hm. Jeder, heute ist euer Glückstag. Gerade dieses Juwel von einem Haus gewonnen. Es zum Anspruchen ist kinderleicht. Solange das Kind 10.000 Gold hat, jedenfalls meinen bescheidenen Verkaufspreis. Was sagt ihr? Nein. Sagen, ihr gefällt mir. Deshalb werde ich euch keine Mühen scheuen und euch ein reduziertes Angebot machen. 5.000 Gold ist mein letztes Angebot. Nun, was sagt ihr? Nö. Seid zäh beim Pfannen, also gut. 500 Gold in bar voraus. Nö. Wenn ihr pleite seid, hättet ihr das gleich sagen sollen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Okay, dann kaufen wir es doch für 500. Ja, komm. Woher vor das los zu, ich meine, dieses entzückende Domizil an euch zu verkaufen. Viel Spaß mit eurem neuen Zuhause. Yay, Schlüssel zu eurem Haus. Ein Schlüsselanhänger wäre vielleicht eine gute Idee. Yep. Wunderschön.
Nö, brauchen wir gerade nicht. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen ummöblieren oder so. Sprich, alles zertrümmern. Wo ist die Bibliothek? Zu offensichtlich. Seht mal, Kuro, die kaiserliche Bibliothek. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ist, aber zu meiner Zeit war sie für die vielen Dokumente bekannt. Ich wette, da drin würden wir so einiges über diese Zeit herausfinden. Außerdem enthält sie wahrscheinlich Informationen über den Standort der Magiliten. Da der, mit dem wir hergekommen sind, zerstört wurde, müssen wir einen anderen finden, um nach Hause zurückzukehren. Magiliten sind recht selten und selbst wenn wir einen finden, wie sollten wir ihn aktivieren? Ganz davon abgesehen, dass er uns in ein völlig neues Zeitalter bringen könnte. Menos, jetzt seid doch nicht so negativ! In der momentanen Zeit ist negativ sein eine relativ gute Angelegenheit. Es bleibt uns schon aus, das zu versuchen. Was wir auch tun, es wird nichts ändern. Mein Volk, mein Sohn, alle tot. Oh, ich glaube, Minos braucht etwas Zeit, um sich anzupassen. Versuchen wir so schnell wie möglich an Informationen zu gelangen. Kann ich euch nicht beide einfach einen. Euch beiden nicht einfach einen auf den Kopf geben? Und nach dem Motto: Klappe halten. Das sieht merkwürdig aus, diese Statue. Dekan. Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten. Definitiv. Ich bin der Dekan der Bibliothek. Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum es juckt? Wenn man von einer Mücke gestochen wird zum Beispiel. Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichem Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Weil die Mücke dir ein Gift injiziert, was zu Schwellungen führt und zu einem Juckreiz. Übrigens spreche ich auch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magi, vor allem der Legenden der späten Antike, die sie mit ihren merkwürdigen Kräften befassen. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Das kann dauern. So dass, also Professor, wir haben es ziemlich eilig und... Ruhe! Ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen. Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. In diesem Fall verschwindet. Vergibt Student Menos, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, eurem Unterricht beizuwohnen, vor allem den Lektionen über die Magiliten. Stimmt's, Menos? Ja. Nun ja, wenn ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer, Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forscherkollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen, ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen. Aber vielleicht habe ich eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Habt ihr alles verstanden? Jo. Hervorragend. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher, ich hasse Unterbrechungen. Erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt, das macht Spaß. Das kommt ganz aufs Fach an. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über die Magiliten erzählen. Ja, aber das Studium fangen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hier morgen wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.